Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pokémon Colosseum mit Part Nummer 14 heute hier auf Red Second TV. Und ja, wir sind hier weiterhin in der Höhle von D-Queen, im Versteck von D-Queen, hier in Pyritus. Und ja, es geht weiter hier rechts von uns. Wir suchen D-Queen einfach hier in der Höhle. Irgendwo muss er sein. Und ja, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich denke, mein Trainer. Ja, da hinten, ja. Aber wir schauen jetzt erstmal die Treppe hoch, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Entweder da geradeaus hinter oder hier rechts. Ja, gut. Entweder es kommt jetzt gleich eine Kiste oder. Ja, nicht, dass es hier weitergeht. Nee, geht's nicht. Da liegt eine Kiste. Eine Pokémon-Kiste. Da muss irgendwas drin sein. Das holen wir uns, aber erst kämpfen wir hier mal ein bisschen. Trainerin Nummer 1, bitteschön. Rasa Vibal. Mit Kleinstein und Lotutzel. Und wir mit dem. Ja. Mit dem Pokémon Psyana und. Wer es noch nicht weiß. Wir haben einen Mantax bekommen. Wir haben Zuwachs bekommen. ja, Mantax haben wir vor zwei Parts gefangen. Part Nummer 12 war es. Ist ein geiles Pokémon. Ich bin echt froh, dass wir es bekommen haben. Und ja, es hat einiges auf dem Kasten. Alter, so ein Schleppgewehr auch geil, das Pokémon. Alter, jetzt fang doch nicht wieder das Heulen an, du Turzel, ehrlich. Jeden Part heult das Ding rum, wie. Nur mal was, ey. Machen wir's so. Ist besser. Also, jetzt in Hoffnung, dass es nicht in den Fury-Modus geht, des Mantax. Was wirklich mal nicht der Fall ist. Es reicht nicht! Wieso nicht? Ja, mit den Dingern werden wir doch jetzt fertig werden. Jetzt hat das noch ein Pokémon. Ich bin ein Vogel. Der Mantax läuft es gerade. Ich gehe gar nicht mehr im Fury-Modus. Mir kann es recht sein. Und da muss Bummels auch an sich glauben. Weg ist es. Damit bekommt Psyana wieder weitere EP-Punkte. Wir können weitergehen. Ja, da bin ich mir sicher, dass die Queen gegen uns nicht verliert. Nächster Gegner, nächstes Glück. Ja, der von Pech, glaube ich weniger. Rocker Strobo. Ja, geiler Name. Also muss man Nintendo echt mal loben. Erstmal schon mal einen Rocker so zu machen, so zu gestalten. Und zweitens dann den Namen Strobo. Das hat echt einen Lob verdient. Also eine Vielseitigkeit. Richtig geil. Ja, ist auch geil. Rocker rennt hier mit Lotutzels rum. Ist ja ein Weichei-Rocker. Die Milchkuh. Die Milchkuh unter den Rocker.
Ja, schauen wir, dass wir die Dinger irgendwie losbekommen. Ich weiß nicht, wie viel der davon hat. Sein zweites und sein drittes. Mantax hat gerade echt keinen Bock, in Fury-Modus zu gehen. Das finde ich jetzt mal geil. Ja, Absorber bringt es auch total, wenn man volle KP hat. Muss man sofort Absorber einsetzen. Hey, Fury-Modus! Ja, herrlich. Ja, wieder völlig unnötiger Absorber. Jetzt verstehe ich den Absorber, also jetzt kein Problem, aber davor im Leben nicht. Ja, bringt auch wahnsinnig viel. Bam, das Ganze. Auf geht's. Wenn er jetzt noch einen Dotunzel einsetzt, kriege ich einen Vogel. Ja, immer. Das ist mit dem Fury-Modus. What the fuck is that? Fluchtwert, ja klar, weil wir jetzt auch flüchten wollen. In dem Pokémon-Kampf. Sehr logisch. Ja, Mantax ist wieder normal. Xiana beendet das Ganze mit Konfusion. Fast ein neues Level, aber noch fast. Wir haben gewonnen gegen Strobo. Mal schauen, was da drin ist. Muss ja was sehr Interessantes sein. Oh, super, dreimal Hyperball. Sehr groß. Ja, und wir schauen, wie es da vorne weitergeht. Hier ist nichts mehr, oder? Nee. Gott, gehen wir runter. Ja, gehen wir weiter. Ja, hier geht's weiter. Mit diesem Trainer hier. Schauen wir, was das auf dem Kasten hat. Bitteschön. Biker Leads heißt er und. Ja. Medite und Kindwurm. Alter, Kindwurm wäre auch geil so als Pokémon. Aber. Ist ja leider kein Krypto. Leider. Das wäre so geil. Ha, Medite ist das Krypto-Pokémon. Das brauche ich weniger. Hey, Blubstrahl kam Mantax jetzt. Ah, scheiße. Konfusion auf Medite ist jetzt vielleicht nicht so die beste Idee. Ja, obwohl geht sogar. Wieso schaffen es die alle dieser Verwirrung zu entkommen? Das ist doch nicht zu fassen. Ich verstehe es einfach nicht.
Vegeta ist besiegt. Und Psyana Level 36. Psystrahl natürlich. Rückkehr vergessen. Passt. Komm auf, komm. Und bei Galit ist ja auch machbar. Also nichts ist da hier unmöglich. Kindwurm leider besiegt. Ich hätte es gern gefallen, aber geht ja leider nicht. Und ja, dann besiegen wir noch schnell Komm auf. Damit haben wir diesen Kampf mal wieder gewonnen. Meine Pokémon haben im Turnier gesiegt und du hast sie besiegt. Du bist auf keinen Fall ein normaler Trainer. Ja, danke schön. Bevor wir weitergehen, heilen wir noch schnell die Pokémon. Das reichen. Einen Kampf können wir noch machen oder mal weiterschauen. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Hier ist was drin, nämlich ein Hyperheiler. Immer sinnvoll. Sonst ist ja nichts. Kämpfen tun wir alle Male. Auf geht's. Ist ja ein gutes Training. Jäger Wolfgang. Servus Wolfgang. Naturstrumpflummel. Also denke ich mal, dass kein Krypto-Pokémon dabei ist. Hier, Loturzel, reicht's. Schau mal, ob noch eins hat. Ja. Bummes. Darf man auch mit einmal Konfession. Und Flummel auch? Hier läuft's bei uns gerade. Ich würde mal sagen, gewonnen. Tja, hat er wohl Pech gehabt mit seiner Belohnung. Ich werde ganz einfach so tun, als wären wir uns nie begegnet. Ja, ach, das ist von mir, ist mir egal. Ja, können wir sogar noch ein kleines bisschen weiter schauen. Na gut, wo sind wir jetzt gelandet? Okay, da geht's zum Kämpfen. Da gibt's keine Brücke mehr. Da geht's wieder hoch und da auch nichts mehr. Ja, beenden wir den Part doch hier. Hier geht's dann das nächste Mal weiter bei der Trainerin. Und ja, bis dahin war das hier Part 14 hier bei Red Second TV. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht bis hierher. Ich sag danke fürs Zuschauen und man sieht sich spätestens im Part 15 dann. Bis dahin, ciao.